Shang-Chi Shao und Shang-Chi. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lange haben wir nichts mehr zu Wuthering Waves gemacht, heute aber wieder mit neuen News. Und zwar schaut euch einmal bitte diese junge, schüchterne Dame an. Die gute heißt Shang-Chi. Shang-Chi, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall haben wir hier eine ultra interessante Frau. Also ich habe mit vielem gerechnet, ob schon Camellia käme oder sonst wer, ne, den man vielleicht schon so gesehen hat. Aber plötzlich aus dem Nichts kommt hier Shang-Chi. Warte mal, ich hau das mal in den Übersetzer rein. Shang-Chi. Shang-Chi? Shang-Chi. Oder im Deutschen Shang-Chi. Nein, wir bleiben bei Shang-Chi. Hier, Chinesisch. Shang-Chi. Shang-Chi. Okay, Shang-Chi. Shang-Chi erscheint, wie es aussieht, in Patch 1.2. Und ich habe mir auch schon diese Nachricht von ihr hier einmal übersetzt. Und das sagt schon einiges über sie aus. Wir gucken uns das mal gemeinsam an. Und zwar Post, Lament, bla bla bla, verflochtene Sterne. Was sie sagen wollte ist, dass das Sonnenlicht, das gerade auf dich fällt, so schön ist. Kann ich dich malen? Shang-Chi ist eine Auftragsmalerin, ruhig und schüchtern, mit Hingabe an ihr Handwerk. Sie ist nicht mehr wortgewandt, aber ihre Beharrlichkeit und Liebe zur Malerei sprechen Bände. Das heißt, wir haben hier jemanden, der sehr schüchtern ist und die wohl was mit Malerei zu tun hat. Und wenn man sich so die Farben anguckt, ja, könnte man vielleicht schon ein bisschen davon ausgehen, dass sie zumindest künstlerisch begabt ist. Sie hat auf jeden Fall auch einen interessanten Haarverlauf. Oben braun, hier wird es dann irgendwie etwas schwarz-bläulich und dann hier unten pink. Und auch ihre Klamotten, sehr interessant. Und schüchtern mit Brille. Also, ich muss da direkt an den guten Zidane denken, der die bestimmt jetzt sicherlich sehr mag. Auf jeden Fall sehr interessanter Charakter. Und ich muss sagen, ich finde es natürlich schade, dass kein weiterer Husbando erstmal erscheint. Aber noch nicht sicherlich, ne, da werden sicherlich noch einige kommen. Aber was ich cool finde, ist, dass es nicht wieder eine Dame ist, eine Waifu, die, ne, übermäßig große, ihr wisst schon, habt, sondern einfach natürlich irgendwie aussieht. Oder cool, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, das beweist auch, dass Fanservice nicht gleich immer heißt, die Charaktere müssen Monster-Boobs haben. Ihr wisst, was ich meine. Sondern auch so finde ich total stylisch. Und ich weiß nicht, also erst mit Yinlin und dann Yinzi, dann Shang-Li und jetzt sie. Also, das ist, trifft halt irgendwie alles total meinen Geschmack. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen sollte. Auf jeden Fall, ja, das ist der kommende Charakter. Bisher wurde nur sie gepostet. Falls noch mehr oder falls morgen oder so noch ein Post kommt, werde ich das nachträglich als Post auf meinen YouTube-Kanal hochladen. Warum ich mich jetzt hier für ein Video entschieden habe, war einfach nur, weil ich sagen wollte oder weil ich euch damit sagen wollte, ich hatte einfach wenig Zeit. Zenith Zone Zero kam raus und ich habe auch HSR-Content gemacht und so weiter und so fort. Ich bin nach wie vor in Wuthering Waves mega hyped. Ich habe Pre-Release, zum Release so viele Videos rausgebombt. Kam jetzt einfach selten sehr, sehr, sehr wenig dazu zu spielen. Ich habe auch jetzt erst letzten Samstag, also vorgestern, Patch 1.1 so richtig gespielt und den Boss freigeschalten. Auf jeden Fall wird es da aber definitiv zukünftig mehr geben. Nicht, dass ihr denkt, WuWa ist bei mir out oder so. Ganz im Gegenteil, es ist auf von allen meinen Lieblingsspielen auf Platz Nummer 1. Das habe ich auch letztens im Stream tatsächlich gesagt. Und ja, Shang-Chi. Ich habe Shang-Chi war richtig, ne? Moment, ich vergesse das immer. Shang-Chi. Shang-Chi, okay, Shang-Chi. Schreibt mir mal eure Meinung zu ihr in die Kommentare. Was haltet ihr von ihr? Ist das was für euch? Werdet ihr sie pullen? Es macht das alles natürlich schwierig. Vor allem, wenn man auch Shang-Li haben will oder so. Und ich will eigentlich auch Shang-Li haben. Eieiei. Auf jeden Fall richtig, richtig cooler Charakter, meiner Meinung nach. Und sie wird auch ein Five-Star, was man hier oben sieht. Bin echt gespannt, ob in der zweiten Hälfte noch was anderes Neues kommt. Oder es nur bei ihr bleibt. Oh mein Gott, der Zukunfts-Matti ist da. Wir haben gerade noch von Waifus gesprochen. Ich aktualisiere die Seite vor 4 Minuten. Xiangli Zhao. Xiangli Zhao. Ein Husbando in Ritterrüstung kommt noch raus. Holy shit. Auch das können wir uns mal übersetzen lassen. Auch er wird ein Five-Star. Gerade von der zweiten Hälfte gesprochen. Und dann kommt Xiangli Zhao. Den Namen habe ich wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Moment mal. Xiangli? Nee, Li? Zhao. Richtig? Xiangli Zhao, ja. Shang-Chi Zhao. Shang-Chi Zhao und Shang-Chi bekommen beide in Patch 1.2. Also mit Namen, ich werde die Namen oft falsch aussprechen. Bitte habt Erbarm. Ja, jetzt gucken wir uns aber noch an, was hier dazu steht. Und
Folgendes, als Wahrheitssucher beurteilen wir das Universum aus einer Nussschale heraus. Ich würde gerne Ihre Erkenntnis hören. Shang-Zhi Zhao, der leitende Forscher der Huashu Akademie, zeigt trotz seines jungen Alters außergewöhnliche Fachkenntnisse in verschiedenen Forschungsbereichen. Er ist eine sanfte, aber rationale Seele, die einzigartige Erkenntnisse und Engagement für die Erforschung der Automatenmechanik besitzt. Auch er, wie er mich fragt, ein interessanter Charakter. Ich finde es schon mal gut, dass er, wenn er schon in so einer Ritterrüstung ist, kein Milchbubi-Face hat. Ne? Auch wenn er natürlich so ein bisschen wie ein kleiner Schönling aussieht, muss man ja einfach mal sagen. Ne? Aber sehr interessant. Könnte auch so ein bisschen im Star Wars-Universum mitmachen. Von den Farbkombinationen her. Und ja, sagt mir mal eure Meinung. Also Shang-Chi, die ich schon wieder weggeixt habe, die sagt mir etwas mehr zu persönlich. Aber dass jeder, der mich kennt, der wundert sich jetzt gerade nicht über diese Aussage. Was haltet ihr von den Charakteren? Shang-Chi, Zhao und Shang-Chi? Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen und jetzt aber wirklich wahrscheinlich raus. Ich glaube nicht, dass noch ein dritter Charakter neu vorgestellt wird. Tschüssi.